Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Stellar Blade. Ich muss mich entschuldigen, ich bin offscreen aufgestanden. Es tut mir leid. Wo sind wir stehen geblieben? Genau hier. Wir wollten als letztes hier gucken, weil allen Anschein nach geht es da oben nicht weiter. Deswegen gehen wir erstmal hier hin und schauen, was es hier gibt. Ich denke, wir sollten also die Viecher hier loswerden. Und dann schauen wir mal, ob es hier irgendwie Schätze gibt. Ja, so ein paar Schätze gibt es schon. Ist da drüben echt oder ist das fake? Zum Glück ist der nicht echt. Oh. Die hängen da noch, die Steine schweben noch. Ja gut. Da wissen wir ja schon aus dem letzten Part, wo wir hin müssen. Und zwar nach da oben. Ja. Wer hätte das gedacht? Ich habe überlegt, man kann ja theoretisch nochmal in alte Gebiete zurück. Und ja, bisschen Fähigkeiten leveln, quasi. Das ist ja eine Option. Alter. Sehr gut. Man kann ja theoretisch zurück nochmal zu ältere Gebiete und einfach mal ein bisschen grinden, ein bisschen Gegner kaputt machen. Denn dadurch kriegt man ja auch diese, ja, die kann man erstmal Lager einsetzen, diese Skillpunkte quasi. Vielleicht mache ich das mal, wenn ich irgendwo mal hängen sollte oder so. Oh, eine Matratze. Hier kannst du dich hinlegen. Was steht da? The Grill. Irgendein so Red Grill. Und als Untertitel kann ich nicht lesen. Irgendeine Biene. Okay, gut. Adam sagt, der Weg ist da hinten. Ne, wo wir hin sollen? Das heißt, wir machen erstmal was anderes. Ist sonst noch irgendwas hier? Manchmal sieht es aus, als wenn man überall dahin kann, ne? Da ist was? Ne? Es passiert nichts. Das war vorher noch nicht so. Das System muss sich beim Stromausfall zurückgesetzt haben. Wenn wieder Strom läuft, muss ich die Anmeldedaten eingeben. Und einfach mit Gewalt? Lieber nicht. Wenn das Sicherheitssystem losgeht, kommen wir da nie rein. Ja, das ist nicht gut, ne? Das ist keine gute Idee. War klar. Erinnerungen! Befehl von Artemis 8. Uns wurde gemeldet, dass der Fusionsantrieb leer ist. Artemis 132, durchsuche das Gebiet und sichere die Fusionszelle. Ja. Oh, das ist der Code für den Steuerungsraum. Die Treppe führt zum Steuerungsraum. Dann gehen wir mal runter. Sonst ist alles wirklich zugeschüttet, ne? Moment. Ich bin extra in die Ecke gegangen hier, um zu niesen. Okay. Habe ich nicht. Die Fusionszelle scheint leer zu sein. Moment. Ich empfange hier noch eine Fusionszelle. Das ist schön. Ey, ich bin zu doof, mit dem ersten merken. Ich kann kein Kyrillisch. Das ist nicht so ganz meins.
Ganz mein Spezialgebiet. Sieht zumindest so aus. Da ist hier noch die Fusionszelle. Du hast bestimmt einen Brief, der hat bestimmt Post erwartet oder. Und da ist dann wirklich so eine Tüte voller. Ne, ihr wisst Bescheid da. Ne, sowas passiert, packt man ja vor der Tür und klingelt, ne? Ja. Sehr gut. Stromversorgung wiederhergestellt. Das freut mich. Wie er klang. Adam, das hat. Ja. Achso, weiter wieder oben. Wo ist er hoch? Ich dachte, ich kann hier irgendwas aktivieren. Adam klang auf jeden Fall sehr glücklich gerade. Gut, den haben wir ja schon. Hätte er sein können, weil hier einer liegt. Atmos 49, finde bitte eine Möglichkeit, Daten aus dem Archiv zu sichern und zu exportieren. Wenn wir Daten speichern können, können wir sie später wieder herstellen und erneut mit dem Netzwerk verbinden, selbst mit Kopien. Ich habe die Daten gescannt. Ja? Gut, aber das bedienen können wir hier immer noch nicht, ne? Oder? Wir gehen jetzt zur Halle der Aufzeichnungen. Ach so, das ist der Eingang. Ich dachte, ich kann dahinter noch weiter. Okay. Zur Halle der Aufzeichnungen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich Angst. Es ist sehr still hier. Sehr still, man hört sogar die Kann ich nochmal hoch? Nein. Okay, Adam. Dann halt nicht. Ich kann nicht fassen, dass wir hier sind. Ich glaube, ich träume. Jetzt müssen wir den Hyperantrieb finden. Dann such mal. Im 22. Jahrhundert war das Überleben der Menschheit durch die stetig steigende Erderwärmung bedroht. Mother Sphere sah dies voraus und stellte sicher, dass die Menschen dafür gewappnet waren. Der äonenlange Prozess der natürlichen Anpassung wurde dabei umgangen. Die Körperzelle ersetzte das Herz und sicherte das Überleben in einer Welt ohne Sauerstoff und Wasser. Dank fortschrittlicher Bio- und Nanotechnologien gehörten die Unannehmlichkeiten des Alterns und Krankheiten der Vergangenheit an. So konnten gefährliche Industrien und letzten Endes der Weltraum selbst erschlossen werden. Wir können jetzt dem Druck der tiefsten Ozeane standhalten und sogar eine Raumstation ohne Raumanzug verlassen. Das ist wirklich heftig. Normalerweise würde man ja zerplatzen, oder nicht? Vom Druck. Und die Ozeane? Ja, also im Ozean. Implodieren, ne? Kann ich hier nicht rüber? Was sind das alles für große Zellen? Da, ja, gut, das ist das Archiv, ne? Aber was wird hier denn genau gespeichert? Die Erinnerung der Menschheit? Die Menschen selbst? Ich meine, es ist wirklich gigantisch hier. Ich meine, das hatte hier schon alles in Harvestella zum Beispiel. Deswegen verwechselt das auch mal so ein bisschen. Auch weil die Thematik halt relativ gleich ist gegen Ende des Spiels vom anderen Spiel, da Harvestella. Aber mal sehen, wie ist es hier? Hier ist ja. Also hier sind ja viele Monster. Das ist ja in Harvestella ja nicht so. Es ist anders. Es ist nicht leicht zu erklären, was dort vor sich ging. Will auch nicht spoilern. Ja, falls ihr Harvestella spielen wollt. Klar, Kratos würde da eine Truhe stehen. Also ich hoffe mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier keine Truhe vorfinden werden. Dass die Entwickler nett sind. Wenn es eine Truhe gibt, schreibt es mir in die Kommentare.
würde mich sehr freuen. Audio only. Na gut. Mother Sphere ist die größte und einzige Hoffnung für das Überleben der Menschheit. Genießen Sie das Leben in Ada 7, der ersten Stadt, die jemals von Mother Sphere, der Mutter der gesamten Menschheit. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Adam, ergibt das für dich einen Sinn? Der letzte Krieg war das Ende der Menschheit. Dieses Video muss noch aus der Zeit davor stammen. Was ein Video? Das ist Audio only. Hyperzelle. Hast du danach gesucht? Ja, extrahiere sie aus dem Hyperantrieb. Nichts leichter als das. Sehr gut. Wir haben das erste Ziel erreicht. Verschwinden wir, bevor der Notstrom aufgebraucht ist. Wir haben sie. Die Hyperzelle. Damit können wir viel Gutes bewirken. Eve, ich danke dir. Okay. Dann kannst du mir sagen, wo der Alpha Nekeba ist? Na klar, sicher doch. Es ist nicht weit. Ich danke dir, Eve. Okay. Ich hoffe, wir finden bald ein Lager. Ja, ich hoffe, wir finden bald ein Lager. Ein Verderber ist da. Der nächste Boss. Wieder mal der Pferdegeräusche. Okay, muss ich machen, wenn ich beim nahen Gegner dran bin. Danke. Okay. Ja. Ich hätte gerne noch ein Lager gehabt, ne? So richtig saftiges Lager einfach, um seine Skills mal aufzuwerten. Zum Beispiel das hier. Aber hier kann ich keine Skills aufrüsten. Das ist ja das Nervige. Gibt es da irgendwie noch ein Lager oder so? Also eine Niederlage hier ständig dann hier hochzuklettern müssen, ist schon ein bisschen belastend, ne? Also so ein wenig, also... Dann verlier halt nicht. Habt ihr recht. Ich verliere schon nicht. Halt nur ein bisschen eklig, das Vieh. Oh, come on. Dreh da noch um, war so klar. Wie oft? Dreimal. Komm. Wirklich. Oh Gott. Ich will nicht ständig dahin klettern müssen.
Da kann ich meine Fähigkeiten. Doch, kann ich doch. Aber nur die. Ja, machen wir das. Dann hoffe ich mal, dass ich es mit Konter hinkriege. Komm, den Speicherpunkt hätte ich auch ein bisschen näher ranmachen können, oder? Was mir ja fehlt, ist halt so ein... Na, eigentlich fehlt uns gar nichts, ne? Eigentlich haben wir da alles. Der Verderber. Boah, Alter. Eins. Was? Hat auch eine nächste Phase. Ach komm! Ach komm, ich hab doch nach hinten gedrückt und Kreis gedrückt, Alter. Nein. Ist mein Tee mittlerweile kalt? Was heißt kalt? Anfassbar mit der Hand. Ja. Okay. Ja. Wie gesagt, ich bin auch nicht absolut nicht drin im Spiel. Es wird sich mit der Zeit geben, Leute. Aber der ist echt heftig. Der ist heftig. Wenn er dieses Gift macht, ich muss da weg. Ich muss da weg. Ich muss da einfach weg.
Das ist... Mein Gott! Du wirst völlig fertig sein, noch bevor wir beim Alpha ankommen. Wenn es so weitergeht, ja. Jo. Da soll ich lang oder wo? Gucken wir erstmal auch noch, ob es noch mehr hier gibt. Wird irgendwas geleuchtet eben? Bin ich blind? Bin ich gaga? Da komme ich her. Gut. Barkatwax. Gut, dann gehen wir weiter. Ich hätte jetzt gern wahnsinnig gern ein Lager. Nehme ich auch mit. Sehr gerne sogar. Ah! Voll! Maximale BE erhöht. Sehr schön. Was war das gerade? Ich kann es nicht so schnell sehen. Schaufensterpuppen. Boah, du dämliches Stück Scheiße einfach. Gerade gedacht, so eigentlich sollte ich mal wieder scannen. Genau dann. Pass mal bitte runter. Ja. Ich kann da nicht weg. Eieiei. Oh, geschlossen. Hier so ein Mist aber auch, ne? Extra hell gekommen. Ach ja, man hat übrigens, wir haben neues Skin, habe ich noch gar nicht gezeigt, ne? Hier, Pant für... Ja, so sieht er normal aus, Adam. Und das Panzer, passt das so, ne? Ja. Oh, warte, wir haben noch... Eine Modifikation? So. Schildzerstörung, Nahkampfverringerung. Besser, ne? Datenbank. Dann ist das hier. Der Verderber. Und dann noch ein paar Memsticks. Also da haben wir auf jeden Fall nicht alle. Da habe ich auch einige übersehen. Nein, wirklich! Gegen den habe ich jetzt gar keinen Bock. Gibt es nicht irgendwie ein Lager oder so? Da kommt ich nicht her, oder? Nee. Komm, sag mir, dass hier jetzt ein Lager oder so gibt. Ein verstecktes. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, komm, man sieht mich von da. So Mist. Komm, weich doch aus. Oder wehr doch ab. Wo führt es jetzt da oben hin? Das hier ist die Sache.
Wofür das? Was führt da oben? Also ich weiß, wir sollen wieder runter. Ich weiß, ich will. Wobei, das ist eine Sackgasse. Da gehen wir erstmal dahin. Nein, Eve, nein. Nein, da kannst du so noch so sehr mit Style runterrutschen oder hochklettern. Froh, dass die Viecher einfach nicht echt sind. Weil bevor ich da hochkletter, will ich jetzt wissen, was da ist. Weil das Viech mit dem Kopf da respawnt ja. Ich habe nichts an Heilung, Alter. Bitte sei nicht echt. Und du bist selten. Das will ich gerne runterschubsen, das Auto. Gut, dann klettern wir diese ewig lange Leiter hoch. Oder scheinst, oder ist da hinten noch was? Ich glaube, da kommt man nicht hin, ne? Nee, da kommt man niemals hin. Gut. Adam hat's einfach, ne? Adam hat's ja einfach. Adam daneben ist einfach. Ich wäre gerne so wie du. Ach, das ist ein schönes Spiel. Und es macht Bock. Also das Kampfsystem macht Bock. Man muss halt wahrscheinlich, wahrscheinlich macht das noch mehr Bock. Also der Anfang ist hart, finde ich. Wo man noch halt wirklich noch nicht mal ausweichen kann. Hier ist ein Lager. Ist das nicht schön? Ist das wenigstens ein richtiges Lager, wo man mehr machen kann als so ein bisschen. Nö. Kann nicht falsch sein. Was? Achso, ja, ich wollte hier. Wenn man Kontakt sitzt, dann ist es ganz gut, ne? Gut, dann setzen wir uns hin. Und dann machen wir im nächsten Part weiter, liebe Leute. Ja? Im nächsten Part. Wenn jetzt noch keine Unterhaltung stattfindet. Gut. Bis dann. Haut rein und tschüss.